Hallo und willkommen zur ersten Ausgabe von Klick-Klack im neuen Jahr. Ich kann Ihnen garantieren, wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet und spannend geht's gleich los. Vielleicht erinnern Sie sich, wir waren letztes Jahr in Los Angeles und haben dort die Filmmusik für den Red Bull-Film Free My Way mit den drei Freerunnern Jason, Lucy und Anand aufgenommen. Ziemlich gegruft und uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und so haben wir uns gedacht, das kann nicht alles sein. Wir wollen das in den klassischen Konzertsaal bringen. Und so gehen wir das jetzt an. Wir wollen die Freerunner im Konzertsaal präsentieren, gleichzeitig mit der Musik und Ausschnitte aus dem Film. Gehen wir das an. Wir haben Jason eingeladen, einer von den drei Freerunnern, nach München zu kommen, dort mal zu testen, ob dieser Saal überhaupt geeignet ist für diese Dinge, die wir dort machen wollen und ob das überhaupt dort geht. Ich finde den Saal ein wunderschönes Gebäude erstmal. Also wenn man reinkommt, ist es mega beeindruckend. Und ich war noch nicht so gut wie gar nicht in irgendwelchen Theatern oder Orchestern. Und für mich ist es echt cool, auch in so einen Ort reinzukommen und dann quasi eine Performance machen zu dürfen. Wie es gebaut ist mit den Schrägen, die Architektur ist echt interessant. Was aber auch heißt, dass wir herkommen müssen und ein bisschen Zeit brauchen zum Spielen, weil so Mauern wie hier findet man nirgendwo draußen und das heißt, wir müssen uns erstmal auch dran gewöhnen, wie alles gebaut ist und vor allem die ganzen, es gibt keine geraden Wände hier, alles ist irgendwie schräg und abfallend, was dieses Landen ist eine große Herausforderung. Den Jungs dann sage, okay, das ist die Idee, das ist geplant, dann kann ich denen auch einfach ein Foto zeigen. Okay, so sind die Gegebenheiten, so sieht die Mauer aus. Weil für uns ist echt jeder Millimeter und jede Struktur ist wichtig und macht einen riesen Unterschied. Cool. Auch das ist ja alles stabil so. Auch die Geländer sind ja alle, ist alles gut. Man kann schon springen von 3 bis 5 Meter auf harten Boden. Das heißt nicht, dass es gesund ist und dass man es gerne und oft macht. Also die meisten Sachen sind wirklich von Mauer zu Mauer, ohne wirklich größere Höhendistanz. Aber so von hier, von dem Podest, dann 1,5 Stockwerke oder ein Stockwerk auf die Bühne, das geht schon. Leute, die echt von da oben auf die Mauer springen. Weil für Freerunner ist es so, voll viele Freerunner leben davon, dass sie Performances machen, aber eher für kommerzielle Projekte. Das heißt, es geht dann darum, dass du in 2 Tagen eine Show für irgendeinen Autohersteller raushaust, wo du dann das Gefühl hast, ich bin selber nicht mit dem künstlerischen Anspruch so zufrieden. Und für uns dann in so einer Hammer-Location zu sein, wo du nur die Besten der Welt spielen können, ist für uns eine riesen Ehre und ein Traum. Und ich bin mega happy, dass ich auch merke, okay, es geht auch darum, dass so uns die künstlerische Freiheit gegeben wird, dass wir sagen können, okay, das ist eine Performance, hinter der wir 100% stehen. Wir hatten die Zeit zu proben und so, jetzt ist Licht aus. Ja, schade. Jason, Licht werdet ihr schon brauchen, oder? Also so, es wäre besser, wenn wir sehen, wo wir landen. Ja, es wäre eine große Hilfe.
Ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Das Besondere an diesen Projekten ist ja, man weiß nie, was am Ende dann da rauskommt. Aber die eine oder andere Idee haben wir im Kopf. Den Regisseur, den kann ich Ihnen leider noch nicht verraten. Das vielleicht dann in der nächsten oder übernächsten Klick-Klack-Ausgabe. Aber wir freuen uns sehr drauf. Im Juli in München in der Philharmonie ist es dann soweit. Und ich hoffe, Sie sind dabei. So, nun zu Fazlısay, dem berühmten Komponisten und Pianisten aus der Türkei. Der berühmteste Künstler, den dieses Land hat. Und vielleicht erinnern Sie sich, letztes Jahr im Sommer waren die Gezi-Park-Proteste. Zuerst ging es nur darum, Protest zu zeigen gegen Bauspekulation. Es ging darum, dass in einem Stadtteil, in Taksim, Bürger sich das nicht mehr gefallen lassen wollten, wie dort gebaut wird, was gebaut wird und wie es entschieden wird. Und plötzlich ist es ausgeartet und hat sich verbreitet in einen landesweiten Protest gegen die Regierung Erdogan für mehr Demokratie, für mehr Transparenz, für mehr Toleranz und für eine Offenheit, für eine offene Türkei im Herzen Europas. Und Fazlısay ist natürlich ein politischer Künstler, jemand, der sich immer geäußert hat, der immer seine Meinung ganz klar ausgedrückt hat. Und das macht er auch in seiner Musik. Er verarbeitet seine Gefühle, seine Überzeugungen, seine politischen Visionen in seiner Musik. Und sehr gut hörbar ist es in seinem neuesten Werk, Gezi-Park, für zwei Klaviere und Orchester. In Hannover wurde es uraufgeführt und Klick-Klack war natürlich dabei. Es ist für mich eine wichtige Situation in Türkei und türkischer Geschichte überhaupt. Eine Freiheitsdemonstration aller 68 eigentlich in Europa. Millionen von Leuten sind zusammengekommen in viele Städte von Türkei. Istanbul, Gezi Park war der Symbolplatz, aber das waren in alle Städte. Und die waren von Polizei attackiert am 31. So, das erste Klavierkonzert für zwei Klaviere ist über den 30. und 31. Mai, bevor das große Auseinandersetzung mit Regierung und Polizei gegeben hat. Der erste Teil ist diese friedliche Jugend. Tausende von Menschen sitzen in Gezi Park. Ein ziemlich türkisches, melancholisches Thema. Zweiter Satz ist Nacht. In Nacht fängt ein bisschen Wind an. Es ist eine Ahnung, dass was passiert. Ich habe nur geweint. Von die Töne, es war so berührend. Und dann wieder die Bilder vor den Augen zu haben. Diese Demonstrationen, die Leute, tausende Menschen auf dem Bosporus, gemischt, gläubig, nicht gläubig, Aleviten, Sunniten, Kurden. Kurden, egal von welcher Religion. Hand in Hand, für mit eine Kopftuch, Sache. Ohne Kopftuch, Minirock. Langerock, alle Hand in Hand. Leider waren wir in dieser Abend nicht in Istanbul, aber im Ort. Aber mit unserem Herz waren wir dort. Also es war sehr berührend. Und die Musik hat uns nochmal zurückgebracht.
gebracht. Natürlich, das tragen wir alle jetzt in uns mit. Dass es Polizei kommt, eine brutale Attacke, die ich formuliere. Und mit einem schnellen Prestissimo. Orchester dominiert, Orchester attackiert und wir zwei Geschwister, wir versuchen zu fliehen. Und manchmal machen wir natürlich da mit, es gibt diese Gasattacken und die Thomas springen, also Wasser mit Wasser, und das hört man alles, alles. Man hört wirklich alles. Ganz am Ende, es ist ganz interessant, Orchester hört auf zu spielen und zwei Klaviere, also zwei Geschwister, sind ganz alleine. Es dauert ungefähr 5 Minuten, sehr lang. Und wir fliehen zu den Seitenstraßen von Taksim. Und immer wieder, wir sind natürlich, wir haben Angst, aber immer wieder hört man auch die Hoffnung vom ersten Satz. Diese Melodie, bisschen, immer wieder, das zeigt die Hoffnung. Also wir hoffen noch, dass alles die Welt sich auch umdreht und uns, unsere Bilden sieht und hört. Das ist das. Mhm. Und in der Hoffnung hört das die Musik auf. Ja, das waren Faselseis hochemotionale musikalischen Eindrücke zum Gezi-Park. Und ich freue mich sehr, Anfang April werde ich mit ihm ein Konzert spielen. Er komponiert ein neues Werk für Schlagzeug, Klavier, Sologesang und Chor. Und Klick-Klack wird mit dabei sein. Ich freue mich sehr drauf. Ja, meine Damen und Herren, ein anderes Thema. Stellen Sie sich vor, Sie sind Kinder von berühmten Eltern, großen Musikern, berühmten Musikern und spielen womöglich dasselbe Instrument. Egal, wo Sie hinkommen,
Egal, ob sie ein Konzert spielen, einen Vortragsabend oder nur für ein paar Familienmitglieder zu Weihnachten neben dem Christbaum, sie werden immer mit dem großen Idol verglichen. Die Tochter von Martha Argerich hat da gleich einen ganz anderen Weg gewählt. Die hat erst gar nichts am Klavier probiert, sondern ist Filmemacherin geworden. Und hat diese Nähe zu dieser großartigen, fantastischen und weltbekannten Künstlerin genutzt, um einen Dokumentarfilm über sie zu bestreiten. Des gens la connaissent comme ça. À mon âge, 34 ans, elle s'était mariée et avait divorcé deux fois, avait trois filles, avait remporté le premier prix de plusieurs concours internationaux et était déjà une pianiste légendaire. Liste dla Argentynki Marty Argerich. Oprócz głównego lauru, także mnóstwo nagród dodatkowych, wśród nich za najbardziej polskie wykonanie mazurków. Ciekawe, że tak po polsku rozumieją Chopina właśnie pianiści z Ameryki Południowej. Many things I shot alone. Viel habe ich selber gefilmt. Das hilft natürlich, denn alles war so viel entspannter. People, you know, being more relaxed. Hallo? Nochmal neu, le perplex. Est-ce que tu te rappelles justement de comment c'était quand tu étais enceinte? Est-ce que tu as l'impression que tu jouais différemment? Un peu plus lent. J'ai l'impression. Oui. À peine. Pas tellement comme ça, comme c'est mon genre, tu sais. Un petit peu d'aller en avant, tu sais. Comme ça, au lieu de très comme ça, je fais toujours comme ça, en avant, tu sais, là. Comme l'écriture. La fuite en avant. Comme ça. Comme l'écriture qui est comme ça, au lieu d'être comme ça. Alors, je joue en général comme ça, pas comme ça. Et ok, quand j'étais enceinte, c'était un peu plus comme ça. Je dirais pas comme ça, mais comme ça, oui. J'ai fait mon disque Ravel de Gaspard Lamy. Et comme ça. Et tu étais dans mon ventre, toi. J'étais au sixième mois, je crois, au septième, sixième, septième, comme ça. Et alors, quand on m'envoyait les preuves, pourtant, c'est un des disques qui a le plus de succès dans ma discographie. Mm-hmm. Mais quand on m'a envoyé, j'ai presque pleuré. Je dis, mais ça sonne. On m'a envoyé bien plus tard, non? Aussi que tu t'es déjà née et tout. Ça sonne comme a pregnant housewife, je dis. C'est pas du tout suggestif, et pas du tout, tu sais, cette chose un petit peu démoniaque et un peu que je m'y attends dans cette pièce. Bon, à cause de Scarborough, quand tu sais pas quand il va venir, quand il va apparaître, c'est une espèce de. Gnom, un espèce de démon. Non. Et puis Ondine, c'est Ondine. I spent most of my childhood following my mother on tour. Like her, I would stay up late into the night. I adapted to her irregular hours. She's always at the last minute, everywhere. Sie kommt immer in der allerletzten Minute. Egal, ob wir einen Zug oder ein Flugzeug nahmen. Immer auf den letzten Drücker. Wenn wir in einem Bahnhof hielten, dann stieg sie aus, rauchte eine Zigarette oder besorgte sich etwas zum Essen. Und ich blieb im Zug. Wie alt waren Sie da? Fünf oder sechs? Nein, ich war schon älter. Vielleicht acht. Und Sie waren im Zug? Ja, und einmal, ich erinnere mich, da fuhr der Zug los und sie war einfach nicht da. Okay, dachte ich. Ich fragte überall nach ihr. Meine Mutter ist nicht da. Thank you.
Very sleepy. Not nice to have to play in this moment. I really don't want to. I don't know what to do. Don't like to. Oh my God. Okay. Well, I think so. Yes. Let's go. So, doi, doi, doi. Yeah. Was für eine Verwandlung. Vor dem Konzert war sie so aufgeregt und nervös. Sie musste einfach beruhigt werden. Und ich hatte die Rolle, ihr zu sagen, es wird schon werden, alles gut. Da war ich 7. Telling everything is going to be okay. I was 7. Mama, everything is going to be okay. And then you see. Aber kaum war sie auf der Bühne, war sie so stark und wurde zur Diva. Coming on stage and you know, it's the thing to switch from one thing to the other. Ist der Film auch eine Art Reise in ihre Kindheit? Ja, sicher, kann man so sagen. Eine Reise in meine Geschichte, in meine Erinnerungen. Es geht viel um solche Dinge, um die Vergangenheit. Wie eine Analyse. Ja, da gibt es diesen Aspekt. Immer wieder werde ich gefragt, ob ich auf die Musik oder ihr Klavier eifersüchtig war. Nein, sie teilte es mit mir. Es gab nie diese Frage, das Klavier oder ich. Ich habe ihre Musik immer gehört. Sie hat die Musik nie für sich allein behalten. It was not something she kept completely for herself. Die Kamera ist ein gutes Werkzeug. Sie schafft eine Intensität, die du normalerweise nicht wagen würdest. That you don't always have or you don't dare to have in life. Schon früh hatte ich eine Kamera. Eigentlich war es ja ein Geschenk an meine Mutter. Aber Filmen und Fotografieren hat sie nie interessiert. Da habe ich sie genommen und ich hatte sofort Spaß damit. Im Film sind Aufnahmen, die ich mit 11 gemacht habe. Chez nous, presque tout était permis. Une de nos occupations favorites était de suivre la chorégraphie de Rabbi Jacob. Même ma mère n'y résistait pas. Après plusieurs tentatives de vie en couple, ma mère avait opté pour la vie en communauté. Elle se sentait plus libre comme ça, sans personne pour lui reprocher ses longues nuits passées à travailler ou à discuter avec des amis. Ich war von ihrem Aussehen so fasziniert. Ihr langes, dunkles Haar. Ich mochte es, mich darin zu verstecken. In der Art, wie ich sie filmte, da steckt eine so enge körperliche Beziehung drin. Damals schon und heute. War sie nie ärgerlich, wenn sie ihr mit der Kamera zu nahe kam? Ja und nein. Manchmal sagte sie, nein, nein, nimm das nicht auf. Aber dann sagte sie, weißt du, heute Nacht habe ich geträumt, dass... Also immer erst ein Nein, aber dann erzählte sie drauf los.
leider sind die 30 Minuten schon wieder rum. Aber help is on the way. In 2 Wochen meldet sich Solga Peter mit ihrer ersten Klick-Klack-Ausgabe in diesem Jahr aus Barcelona. Mit tollen Gästen und ich hoffe, sie versäumen das auf keinen Fall. Ja, bevor ich mich verabschiede, noch ein kurzer Hinweis. Sie erinnern sich vielleicht, vor einigen Wochen war bei uns in der Sendung Vincent Perani, der berühmte Akkordeonist. Und Neuigkeiten, die Akademie du Jazz hat ihn zum Jazzmusiker des Jahres gewählt. Er steht jetzt in einer Linie mit den ganz Großen, Michel Petrucciani, Richard Galliano. Wir von Klick Klack gratulieren und stellen wieder mal fest, die Besten gibt's nur hier bei uns. Liebe Grüße und bis bald. Ciao. Mm-hmm.